Okay, das sind jetzt zwei Optionen. Ist das das alles? Was siehst du, Iki? Also, mehr Optionen haben wir nicht. Das ist ja schade. Okay, Chat. Wir schmuggeln uns rein als Gehilfe vom Händler. Oder wir gehen mit dem Aufständischen. Was wollen wir machen? Das ist K von TKKG? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe TKKG tatsächlich nie gehört, aber die Stimme kommt mir super bekannt vor. Ich glaube, der spricht viel synchron. Händler oder Aufständischer? Was wollen wir probieren, Chat? Ich meine, beim Händler muss ich bloß so eine grüne Münze zahlen. Hier beim Aufständischen muss ich diese teure Münze zahlen. Ich weiß halt nicht, ob das bedeutet, dass diese Variante hier sicherer ist. Bin mit der Stimme aufgewachsen. Hast du auch TKKG gehört? Tatsächlich nicht. Ach komm, wir machen hier den Aufständischen. Gehört ihr zu Ali? Ja. Aber wir haben ihn seit Wochen nicht gesehen und der Aufstand hat sich nahezu aufgelöst. Das ist nur vorübergehend. Ali sitzt in diesem Gefängnis ein. Ali? Hier? Ich wähnte ihn tot. Irgendwie kann man... Ich werde ihn befreien. Dialoge nicht überspringen. Ich brauche eure Hilfe, um hineinzugelangen. Ich kenne dich nicht. Nichts wollen wir mehr, als dass unser Anführer zu uns zurückkehrt. Doch woher weiß ich, ob ich dir trauen kann? Nö, weiß nicht mal, was das sein soll. Also, ich weiß auch nicht, aus welcher Serie diese Stimme mir so bekannt vorkommt. Aber... Der spricht, glaube ich, echt viel synchron. Ob der das im Hörspiel spricht, keine Ahnung. Aber in den PC-Spielen, die hatte ich gerade in der Hand. Minus 20 Punkte? Was? Wofür minus 20 Punkte? Ach so, weil man Dialoge nicht überspringen kann, ja. Das finde ich wirklich ein bisschen blöd. Weil das war jetzt kein Dialog, den ich jetzt unbedingt zweimal hören musste. Veshi sagte, ich könne mit dieser Münze eure Hilfe erkaufen. Was sagst du? Wenn er sie dir gegeben hat, muss er dich sehr achten. Wir werden uns um die Wachen kümmern. Beobachte genau und handle schnell. Ja, töte sie! Oh. Hallo, da steht ja nur bloß eine Wache und so rum. Geh woanders hin. Wo soll ich dann eigentlich reingehen? Super Ablenkung auf jeden Fall, würde ich sagen. Also, ich einfach da oben hinstellen und gucken, ist gut. Stell dir mal vor, du musst die ganze Roman... Ja. Was ist warte. Was ist euer Plan? Okay, wir müssen uns gedulden, Chat. Klauen wir eben in der Zeit noch ein bisschen. Hallo? Geht fort mit dir. Wo ist das so? Viel Spaß beim Einkaufen, Nina. Vielleicht bis später und, ja. Viel Erfolg. Ich weiß nicht, ob das so muss, Chat. Ah, ich musste ins Sperrgebiet. Na, kannst du hier nicht hoch? Thank you.
weiß jetzt nicht so richtig, wo ich mich reinschleichen soll. Hier sollte ich mich reinschneiden. Schweiß und Verzweiflung. Bisschen hell. Oh, das haben schon andere versucht. Ich war 5 Jahre in Delam. Wir haben was gegen uns. Lesen. Verstärkte Bemühungen. An alle. Der maskierte Mann ist nicht zufrieden mit den Grabungsfortschritten. 6 Gefangene sind gestorben und die anderen werden mit jedem Tag schwächer. Wir werden mehr Männer hinzuholen und sie in abwechselnde Schichten einteilen müssen. Damit sollten unterbrechungsfreie Arbeiten möglich sein, was das ganze Unterfangen beschleunigen sollte. Außerdem erinnere ich daran, dass jede Entdeckung ein Geheimnis bleiben muss, also keine Zeugen. Passen gut auf hier. Gerade weg, ne? Aber die hier oben, sehen die mich dann? Kacke, das sind 2. So kommt denn der eine jetzt hierher? Der eine muss wieder zurückgehen. Kann hier nicht drüber springen, Spiel. Dein Ernst? Der jetzt hier. Kann den nicht eliminieren? Ein Moment. Das dauert nicht lang. Oh, puh. Okay, wir kämpfen, Chat. Ja, ihr müsst hier aus. Warte mal, wie heile ich mich nochmal? So. Okay. Das wird mein erster Tod. Weich aus! Wo muss ich hin? Irgendwo unterhalb des Gefängnisses sein. Wurde wahrscheinlich gefoltert. Lass mich sputen.
Was? Stirb! So ist es! Du kannst nicht fliehen! Wieso? Ich bin schneller. Basim! Geh doch hier hoch! Ich brauche Schlüssel! Nun. Ich kann einfach hier durchgehen. Oh, da muss ich dann draußen wieder Steckbriefe von den Wänden reißen. Ich habe aber überlebt. Hätten wir nicht einfach auf die Nacht warten können? Der dort gerade gesprochen hat, ist doch gestorben, oder? Ich weiß es nicht. Es war einfach gerade Panik. Ich sag mal so, ich bin schon mal hier unten. Das muss Ali sein. Wie soll ich mit Ali dann hier rauskommen? Wer bist du? Basim, ein Freund Nurs. Sparen wir uns die Einzelheiten fürs Erste. Wir müssen dich hier rausbringen. Nicht so schnell, Azizi. Wir können nicht gehen, noch nicht. Ich muss in die Kammer der Wache. Weswegen? Du hast es auf El-Khul abgesehen, oder? Die Wachen dieses Gefängnisses dienen ihm. Sie bringen abwechselnd Gruppen von Gefangenen im Schutz der Nacht zu Grabungsstätten. Wenn wir ihre Befehle finden, wissen wir vielleicht, wo El-Khul als nächstes hin will. Ist das Grund genug für dich? Bleib dicht bei mir. Halt dich bedeckt und mach nicht... Ach komm, Basim. Ich kann mich verteidigen. Ach ja? Und womit? Versuchen wir uns nicht in die Quere zu kommen. Ich habe keine Heilung mehr, Ali. Sag mir, Basim, denn ich muss es wissen. Wie hast du es hier herunter geschafft? Ganz leicht. Ich habe den Bauch eingezogen und bin durch die Ritzen geschlüpft. Sieh es als Kompliment. Ich weiß, dass deinesgleichen hier im Dunkeln herumläuft. Eines Tages erzähle ich dir von meiner Vergangenheit. Dann wirst du es verstehen. Du machst es spannend. Der heißt ja Ali. Ich denke gerade die ganze Zeit drüber nach, ist das diese Bonusquest eigentlich, die ich habe? Ali Baba und die 40 Räuber, oder ist es die jetzt noch nicht? Tatsächlich ist er leider am 16.8. Oh, dieses Jahr verstorben. Das war die Stimme von Benjamin Blümchen, Mr. Krabs. Oh! Ist ja tatsächlich gar nicht so lange her. Ja, Ali. Ist schon gut. Chill.
toll, da drüben, der sieht das natürlich, ey, ich... Warum zieh ich den denn um die Ecke? Ich häute dich, wenn ich dich finde. Häutest mich nicht. Ich häute dich. Bleib stehen, wo du stehst, okay? Augenblick. Gleich verstummst du. Hör auf. Ja, Ali, dann mach. Hey. Ich bin nämlich bald tot, Ali, weißt du? Ich wollte doch eigentlich hier raus, aber wegen dir muss ich jetzt hier noch weiter. Die Wachkammer ist hinter dieser Tür. Nicht mal Loot hier drin. Schade hier. Was? Wieso? Er will abhauen. Sie sind hier drin. Wir haben nicht viel Zeit. Du weißt schon, dass sie durch die Lücken da stechen können. Was ihm? Ali! Ich hab's gehört. Da drüben, bei der Rüstung. Beeilung! Gefunden! Bring das zu Rochard, meiner Meisterin. Sie ist bei deinen Leuten an der Wasserhöhle. Ja, ich mach sie die alleine. Geh jetzt! Ich halte die nicht auf. Lauf! Ah! Reiß dich zusammen, das hier. Sofort! Ich bin im Wasser gestorben! Ich bin das erste Mal gestorben, Chat. Mal gucken, was ich jetzt noch mal machen muss. Sollte ich nicht zu Ali stoßen. Das wäre zu gewagt. Toll. Jetzt habe ich einfach die höchste Fahndungsstufe. Wisst ihr, dass es ein Achievement dafür gibt, 10 Minuten die höchste Fahndungsstufe zu haben? Chat. Wollen wir 10 Minuten hier warten? Gehäutet wurde in Saw Spiral. War aber kein wirklich guter Film. Hat das was mit Saw zu tun? Also mit dem Saw, was man kennt? Natürlich muss er sich nicht mal... Nee, der Ali, der geht einfach raus. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, weil draußen standen ja auch gefühlt 35 Wachen. Aber der Ali, der konnte jetzt einfach raus.